Hallo! Willkommen zurück, liebe Tode. Bei Darksiders 2, der Definitive Edition. Ich bin jetzt schon mal hierhin geritten, wo es dann jetzt weitergeht. Ich habe auch mal die Sidequest angewählt, die mit dem Talisman. Und Khan befindet sich auch Richtung Hauptquest. Deswegen seht ihr auch diesen blauen Blubbel unten auf der Map. Deswegen passt das ja eigentlich. Können wir mit ihm gleich reden. Sagen ihm hier, sag mir mal, wo ich die letzte Substanz finde, die ich brauche. Und dann können wir diese Sidequest auch abschließen. Und guck mal, da ist ein Wesen. Das können wir jetzt aktivieren. So, und jetzt können wir damit herumfahren und es benutzen. Drücken Sie im C-Modus RT, um die Kette der Arbeiterkreation auf bestimmte Ziele der Wand zu feuern. Genau, dahin zum Beispiel. Und dann können wir über die Kette quasi dann hier rüber. Ziemlich geil, oder? Und die bleibt jetzt auch da, bis ich ihr was anderes sage. Ich würde aber gerne trotzdem durch die andere Tür erstmal. Kann auch gleich wieder auf die draufsteigen, ist kein Problem. Ich würde mal gerne gucken, was hier ist. Okay, da geht's nicht weiter, dann hat sich das erledigt. Tür ist zu, die werde ich wohl auch nicht aufkriegen. Warum werden mir 17 Fermer-Münzen angezeigt? Habe ich eine gesammelt? Oder ist das ein Fehler? Ich war eben kurz bei Wulgrim, wollte gucken, was er im Angebot hat. Aber ich wollte mir gerne was Legendäres bei ihm kaufen. Beziehungsweise was Episches. Aber für was Episches fehlt mir halt das Geld. Deswegen spare ich darauf noch ein bisschen, weil ich brauche 20 Fährmann-Münzen. Ich denke mal, die kriege ich bis dahin zusammen. Und ja. Erledigt ist erledigt. Ich habe keine Bomben hier, um dieses freizulegen. Ich sehe hier auch keine. Oder? Nee. Ah. Okay. Dafür ist diese kleine Nische hier da auf der Map. Zack. Gut. Das ist freigelegt. Dann nochmal das Ganze. Der Seite hier mit der Truhe. Wunderbar. Umso weniger Verderben, desto besser. Ich habe noch was gekriegt. Was haben wir denn da? Eine Robe. Oh. Oh, einen weiteren Talisman. Magie. Gelehrter Talisman. Gesundheit bei Exekution 173. Oh, das ist gar nicht schlecht. Ich habe halt kritischer Magieschaden und Magie. Was Neues nehmen sollte? Nehmen wir mal das. Meine Gesundheit bei Exekution hört sich gar nicht mal so schlecht an. Kriege ich ein bisschen Gesundheit zurück. Auch nicht verkehrt. Okay, einmal rüber. Spring. Ja, irgendwas.
Ist das das schleimige Schleim? Redet das mit mir? So, jetzt kommen wir auf der anderen Seite, glaube ich, wieder raus. Das sein? Hm. Du bist die Brutstätte allen Übels. Ich muss dich bekämpfen. Bisschen. Nee. Heilung was nicht. Ach, eine weitere Fährmann-Münze habe ich. Jetzt habe ich 18. Sehr geil. Okay, da kann ich hoch. Da hinten ist auch noch was. Da ist noch eine Kiste hinter einer verschlossenen Tür. Da brauche ich wahrscheinlich einen Hebel oder ähnliches. Denke ich mal. Der Rest ist zerstört. Nicht begehbar. Boot kann nicht besonders hoch springen. Ich glaube, die dritte Reiterin Fury kann das, glaube ich, wesentlich besser. Okay, das Tor ist offen. Aber das Tor da hinten hat sich nicht geöffnet, da wo die rote Tür ist. Bin ziemlich sicher, dass es dafür auch irgendwie einen Hebel gibt oder so. Vielleicht da oben. Mal sehen. Dazu muss ich erstmal nach oben klettern. Da. Okay. Ist noch eine Kiste. Eine große Kiste, an die ich nicht rankomme. Das ist irgendein Plattenrätsel. Wilde Glefe des Frosts. Schwächer als meine Waffe, gibt aber wahrscheinlich echt gut Kohle, wenn ich die verkaufe. Ja. Ich bräuchte noch ein Gewicht da drüben, aber wie kriege ich das hin? Reicht nicht. Muss gleichzeitig Druck ausgeübt werden. Oder... Nee. Ich hab gedacht, das würde vielleicht gehen. Vielleicht ist es ein guter Trick. Soll das denn gehen? Ich kann doch kein Gegengewicht aufbauen. Verstehe ich noch nicht. Was ist hier eigentlich? Gegner sind hier. Hier weitergehen, aber bin mir noch nicht ganz genau sicher, wohin mich der Weg hier führt.
Ich nehme Map. Na, so halb. Bin auf jeden Fall schon auf dem richtigen Weg, so ist es nicht, aber... Ist auch noch was. Ach so, Unheilsfort. Da kam ich her. Okay. Bin ich definitiv schon auf dem richtigen Weg. Das ist irgendwelches Gras. Ich habe gedacht, das sind Gegner. Manchmal haben die Texturen hier, weiß nicht warum, so harte Lichtkanten. Seht ihr das? Dass es so weiß aussieht? Ist hier denn noch was? Hier geht's noch weiter runter, sehe ich gerade. Hier versteckt sich doch was. Ich weiß es doch. Mich täuscht ihr nicht. Okay, vielleicht auch nicht. Vielleicht habe ich mich auch vertan. Soll auch mal vorkommen. Aber hier. Ah. Noch eine Fährmann-Münze. Dann habe ich 20 zusammen und dann fehlen mir noch 50.000 Goldstücke. Dann kann ich Bulgrim bezahlen, dass er mir eine legendäre Kiste ausspielt. Eine epische Kiste, Entschuldigung. Und dann mal sehen, was ich Geiles bekomme. Ich hoffe mal eine Waffe. Am besten eine epische Sense. Das wäre natürlich ziemlich geil. Aber das ist halt... Kann auch alles Mögliche drin sein. Es kann auch irgendwie sein, dass ein paar epische Schuhe drin sind. Keine Ahnung. Das ist halt das, was ich meine. Brücke kann geile Sachen dir geben, kann dir aber auch Scheiß geben. Den du dann irgendwann nach ein paar Level nicht mehr brauchst. Hier rüber? Ja. Ah, genau, hier geht's raus. Können wir hier nicht wieder mit Verzweiflung reiten? Ne, wir sind schon am Ziel, glaube ich. Da links ist der Eingang. Und das hier ist unser Ziel. Da müssen wir rein. Das kann. Was ist mit Meißelstein? So nennen wir den Stein der Wächterkreationen, um genau zu sein. Eine traurige Sache zu zerstören, woran ein Erschaffer so hart gearbeitet hat. Aber es muss getan werden. Du findest eine Wächterkreation im verlorenen Tempel. Viel Glück! Reiter, kann ich dich um einen weiteren Gefallen bitten? Was ist es denn dieses Mal, Bub? Ein Kompass, der mich zu vielen Wundern führte, als ich noch jung war. Ich dachte, er sei verloren, so wie der Tempel. Da du aber nun einen gefunden hast... Folgt der andere. Nun gut, Khan. Was kannst du mir über diesen Ort sagen? Ich war hier schon einmal, als ich versuchte, eine Kreation umzustoßen. Ein toller Spaß. Das stimmt. Ich konnte ihn nur einen Zoll bewegen, bevor meine Nerven nachgaben. Die ganze Zeit spürte ich, wie Muria mich beobachtete. Okay. Gesucht und gefunden, Teil 3. Besorge etwas Meißelstein von einer Wächterkreation. Das heißt... Verlorener Tempel und... Das kann ich auch im verlorenen Tempel finden. Besorge das Meißelstein von einer Wächterkreation. Verlorener Tempel. Also, passt doch. Ist alles cool. Kann ich auch die Hauptquest auf aktiv setzen. Buch der Toten. Gut. Dann gehen wir gleich mal da rein. Aber hier ist noch eine Kiste, die nehme ich mit.
Weil am Ende kann ich Wulgrim vielleicht noch was verkaufen, dem alten Schlitzohr. Komme so auf meine 50.000. Das wäre natürlich super. Aber mal sehen, wie viel Kohle ich habe am Ende dieser Quest hier. Wer weiß, vielleicht kriege ich ja von Kran auch noch ein bisschen Kohle. Verlorener Tempel. Das ist kein Ort für ein Pferd. Ich will das Pferd auch gar nicht rufen. Ich will mich auch nicht von denen vermögeln lassen eigentlich. Gerade was versucht, aber es hat nicht geklappt. Jetzt Exekution. Boah, das ist schon ordentlich was an Leben, was ich zurückkrieg. Ah, oh, ist das ordentlich? Es geht, aber... Wenn ich mehrere Gegner habe, die so ein bisschen gestunt sind und ich sie exekutieren kann... ...kommt dann ordentlich was zusammen. Und mit genug Zorn trinken kann ich dann natürlich auch diese Attacke öfters ausführen hier auf LB und B. Yes, Heiltränke. Wie viele habe ich jetzt? Hier. Na, okay. Haben wir fast wieder voll. So, die Kreation muss ich aktivieren. Denn nur sie kann mich hier durchbringen. So, du bleibst dort, dann kann ich hier durch. Jawohl, 20 Fährmann-Münzen. Ich sehe schon eine epische Ruhe auf mich zukommen. So, Meißelstein habe ich. Also war das die Fratze, die hinterlässt Meißelstein. Gut, 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 gut. Dann könnte ich auf der Map doch auch als Aufgabe Schamanen können. Ja, wir können wieder zu ihr zurückkehren. Zu Buben müssen wir nicht nochmal. Aber gesucht, gefunden, Teil 3. Das würde ich gerne als aktiv nehmen. Okay, das bringt nichts, da ich die Map noch nicht habe. Weiß aber nicht, ob das auch was bringt am Ende. So, die auf aktiv. Es macht jetzt auch nicht so den großen Unterschied. Habe ich die überhaupt auf aktiv gesetzt? Ja, Berge versetzen. Geld. Okay, hier komme ich erstmal nicht weiter. Asche hat schon recht, ich muss darüber. Dort ist wahrscheinlich wieder auch so eine Kreation.
kann mit ihr dann die Dinger hier zerstören. Hier, da ist so eine Truhe, da komme ich nicht ran. Da komme ich nicht ran an die Truhe. Aber da hinten sehe ich schon was, was mir weiterhilft. Oh, es wird bewacht. Von Gegnern. Little. Sieht wohl so aus, als müsste ich nach unten. Oder damit drüber. Ich glaube, ich gehe rüber. Okay, dann aktivieren wir ihn mal. Benutzen Sie den ausstreckbaren Arm der Arbeiterkreation. So. Feinde anzugreifen, ja. Aber erstmal müssen wir das zerstören. Der Hebel lässt die Brücke dann runter. Deswegen müssen wir erstmal absteigen. Ich wollte schon gerade meckern. Kann ich da jetzt nicht mehr dran klettern oder wie? Ich werde mal eine Runde baden gehen, um zu gucken, ob vielleicht im Wasser noch was liegt. Man weiß ja nie. Vielleicht noch eine Fährmann-Münze oder so. Da die Brücke nun oben ist. Guck an. Ups. Als ob ich es gewusst hätte. Eine geheime Kiste. Auftauchen. Wir wechseln immer A und Y. Also was aufsteigen und was absteigen ist. Tauchen ist Y, aufsteigen ist A. Irgendwas Interessantes bekommen an Items. Wilde Axt. Weiterer Umhang. Meißelstein. Gut, mein Freund. Dann lasst uns mal zusammen weiterziehen. Oh nein. Da kommen sie. Das war's für die. Aber ich glaube, hier ist nichts mehr. Der Schafferschlüssel ist schon echt eine coole Sache. Ja.
Die Truhe hole ich gleich. Erstmal zerstöre ich hier alles. So, jetzt ist er da, wo er sein muss. Schlüssel für die Tür habe ich noch nicht. Dazu kommen wir später. Ich kann nicht. Oh nein. Zorn können wir auch nicht auffüllen. Verdammt. Zorn ist voll. Wobei, ich könnte ja... Es verbraucht halt keinen Zorn. Was verbraucht Zorn? So. Ich möchte nichts liegen lassen. Nach Möglichkeit. Auch wenn ich jetzt ein bisschen was verbrauchen musste, aber hey. Ich eigentlich dadurch. Sehe. Okay. Das müsste doch. Ja. Da ist so ein Blätterschlingpflanzen, aber wie komme ich da hin? Komme ich so nicht durch? Nee. Ich weiß es noch nicht. Vielleicht geht das ja bald. So. Du musst da runter. Kugel. Papier. Lass mich dich exekutieren. Denn nur so komme ich an die Truhe. Da ist der Schlüssel. Tada. So. Jetzt muss ich wieder zurück. Aber da das Tor verschlossen ist, geht das natürlich nicht. Also muss es so gehen. Yeah. Da ist die Aufnahme einfach... Flöten gegangen. Das heißt Flöten gegangen, aber ja. Irgendwie hat sich jetzt OBS gerade aufgehängt, aber ist nicht viel passiert. Bin ja über die Kette hier gegangen. Wieder zurück. Ich hatte den Schlüssel, hab ihn da eingesetzt, bin darüber geklettert, hab den Hebel gezogen und jetzt geht's weiter. Also ich fehlt absolut nicht viel. So. Komm, mein Freund, ich brauch dich. Wir ziehen von dannen. Und erstmal alles kaputt. All das Übel hier muss vernichtet werden. So, mal kurz absteigen. Um die Kiste hier zu öffnen. Da ist die Map. Alright. Let's go.
Gut, du kannst da drin bleiben erstmal. Was ist das denn hier? Warte. Ich brauch dich nochmal, Großer. Da ist nämlich eine Kiste, an die ich will. Ah. Muss die Sensitivität mal vom Fadenkreuz ein bisschen runterstellen. Das ist ja grausam manchmal beim Zielen. Gut, jetzt aber. Was habe ich denn da? Eine Sense. Spektrale Sense. Ist nicht so der Renner. Armklingen. Und dann Handschuhe. Gelehrten Handschuhe. Die sehen schon ziemlich fancy aus. Haben aber leider nicht so einen dollen Verteidigungswert. Daher denke ich mal eher nein. So, jetzt können wir auf die andere Seite. Ich hab Kahns Kompass immer noch nicht gefunden. Ich hoffe mal, der ist hier irgendwo noch. Ich übersehe ihn nicht. Hätte halt wenig Lust, jetzt nochmal wegen der Sidequest diesen Tempel zu machen. Ich halte die Augen offen. Aber bisher, ich kann ja mal gucken, wenn ich die Quest anwähle. So viel haben wir noch gar nicht entdeckt. Guck mal, hier gibt's... Das Gebiet ist noch echt groß. Kann sein, dass der hier irgendwo rumliegt. Ja, da wird nichts angezeigt. Muss ich so gucken. Hier, jetzt wird eh wieder gefightet gegen zwei von den Fratzen. Oh nein, sie verbünden sich. Drücken Sie Back und wählen Sie Verbesserungsoption bei der Auswahl einer besseren Waffe, um Gegenstände an Sie zu füttern. An Sie zu verfüttern? Hä? Besessene Gliefe? Ich habe eine besessene Waffe! Geil! Nehmen wir mal. Pass mal auf. Besessene Waffen sind halt echt geil und relativ selten. Guckt euch mal den Schaden an.
Ist jetzt nicht so stark wie meine andere Waffe, die ich da habe, aber... Ich glaube, mit denen funktioniert das auch gar nicht. Ich glaube, das müssen Feinde sein, die aus Fleisch und Blut bestehen. So, jetzt machen wir mal die Reaper-Gestalt. Gesehen. Bam. Haut halt richtig rein, das Ding. So, jetzt müssen wir wieder normal kämpfen. Ich bin tot. Fuck. Oh, den ganzen Kampf nochmal. Okay. Das dauert jetzt noch. Na gut. Ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir erstmal Schluss für heute. Und ich sage vielen Dank fürs Zusehen bei Darksiders 2. In der nächsten Folge steigen wir wieder ein in diesen Kampf. Ich glaube, ich müsste meine Reaper-Form auch noch voll haben. Kann das sein? Ja. Habe ich die besessene Waffe noch? Nein, vielleicht wird sie noch gedroppt. Mal sehen. Ja. Und dann machen Tote und ich hier weiter im verlorenen Tempel oder verlassener Tempel. Wie auch immer. Wir müssen noch mal ganz Kompass Ausschau halten. Also, bis zum nächsten Mal bei Darksiders 2, der Definitive Edition.